Hallo, Hallöchen, der Patch ist da, wir verlieren... Alter, was ist das? Okay, wenn man keine Games mehr findet, dann muss man halt hart EU verlieren, ne? Ich warte jetzt noch kurz, bis der Ladebildschirm fertig ist, dann zeige ich euch die Patch-Notes eben während den Waves. Oh ja, Tactical Greed. Ich glaube ja eher, die gehen jetzt für den Hard Safe auf 6 und wollen dann so sneaky beenden. Danke für meinen Bildschirm, den habe ich auch sehr gerne. Bank. Wahlschirm brauchen wir nicht, Angler brauchen wir nicht. Looter. Tja, keine Ahnung. Was machen wir damit? Könnten statt APS Wild schon Looter gehen. Das wäre ein guter Start. Wildschirm Looter statt APS. Ah, dann habe ich kein Late Game. Ah doch, ich habe Late Game. Ne, ich gehe APS und Looter. Oder ich gehe Polywalks. Ich gehe Polywalks. Obwohl, dann habe ich nichts gegen 10, ne? Scheiß drauf. Endlerstart. So. Hat ein bisschen länger gedauert. Und jetzt kann ich euch die Patch-Notes zeigen. Juhu! Es gibt sehr viel Neues. Es gibt 2 neue Spells. Es gibt einen Codex, in dem ihr nachgucken könnt, was die Units alles so können. 2 neue Fähigkeiten. All Out Assault, ne? Protector. Protector ist eine Oldschool-Aura. Und zwar gibt die Lebensregeneration Damage Flat Reduction und 700 Leben für die Einheit, die ihr bufft. Und der Buff hört auf, sobald die Einheit, die ihr gebufft habt, stirbt. Das heißt, ihr wollt es meistens auf einer Unit, die ein bisschen mehr Range hat. Ach ja, ich schicke auf Türkis. Türkis ist ein Nekomata mit einem Vark. Mein 4. Worker muss ich definitiv gehen. So. So, dann gibt es neue Einstellungsmöglichkeiten für den Custom Game Mode. Sehr lustig. Profit, das heißt, ihr kriegt Mastermind Rolls und die sind direkt festgelegt. Ihr könnt den Nebel ausschalten, ihr könnt auf Team Mercenaries schicken, das heißt, die Team Mercenaries sind, also ihr schickt und die random, die werden zufällig zugeordnet. Ja, der will auf 3 eine Brute bekommen. Die soll er haben. Die. Warum habe ich die Disciple? Ja, Disciple mit Windhawks. Vielleicht. Und liegt die Priestress? Ich glaube, die Priestress liegt die 2. Ja, die liegt die. Ziemlich geil. Schaffe ich meine Brute. Good job. Ist halt die Frage, ob wir jetzt ins Sea Serpent gehen, wenn er die Brute schickt? Eigentlich nicht. 2 Gargoyles werden, machen, glaube ich, mehr Schaden. Das regt mich immer noch so ein bisschen auf, ne? Ich schaffe sogar eine Sea Serpent und... Ne, kein Gargoyle. Fehlt 1 Gold. Ha! Hätte ich eine Fiend geschickt, ne? So. Die machen 19 Damage. Die macht 71. 19 mal 3. Ich kann gerade nicht rechnen. Sind 57? Ja. Ja, Brute geschickt. Die Gargoyles, die klären das. Schön die Gargoyles wegklatschen von der Brute. So mag ich das. Endler Tank, Gargoyles machen Damage. Beziehungsweise tanken die Vorgos ein bisschen. Perfekt, wir haben das. Gehen wir. Obwohl, eigentlich kann ich keinen Worker gehen. Es sei denn, die leaken. Oh ja, die leaken. Die liegen. Oh ja, ich gehe den Worker. Den 5. Worker gehe ich da definitiv. Und wenn die Brute noch durchkommt, bin ich komplett happy. Hammergeil.
dann schaffe ich ja meine Seasorten. Lustig, lustig, tralalala. Gamefixes, blablabla. Könnt ihr euch selber durchlesen. Und die Legion Spells wurden angepasst. Dark Ritual gibt nur 5 Gold weniger. 80, 90 passt. Gut, ich muss nicht schicken. Vampirismus gibt mehr Lifesteal, ist okay. Upgrade King Attack gibt nun weniger Damage. Ja. Warum, weiß ich nicht. Ist halt so. King Spell Damage wurde auch reduziert. Das Damage bufft bei 0% on Wave 1. Scaling to... Achso. Ja, Anpassung. Gut. Dark Mage. Oh, die AR von Mind Warp wurde angepasst. Das ist sehr schön zu hören. Ein 60er Resend, vielen Dank. Können wir direkt noch einen Worker gehen. Und er will jetzt... Gehen wir auf 6 noch eine Brood. Auf 5 noch eine Brood. Die machen ziemlich wenig Damage. Wenn ich den Dino schaffe, gehe ich den Dino. Weil der gibt volles Income. Ich gehe noch einen Worker und gehe einfach einen Gargoyle. Beziehungsweise ich muss ja gar nichts setzen, ne? Nee. Müssen wir nicht. Und ich schicke ihm den Dino. Den hat er sich verdient. Fortified Pierce Damage. Kommt, glaube ich, gut an. So, die Liebe, weiter geht's. Peewee Attack Speed erhöht. Sehr schön. Die absehbar, dass die genervt wurden. Pyro verliert ein bisschen an Attack Speed, das wird man aber definitiv nicht merken. Das ist ja in den Hundertstelbereich. Das ist ja pff. Range von Gargoyles wurde reduziert, okay. Green Devil haben nun weniger Leben, machen dafür aber mehr Schaden. Und die Granithaut, oh, da 60%. Und Damage Application wurde removed. Das ist böse. Das macht man nicht. Das finde ich echt nicht witzig. Naja, Sky Queen, mehr Leben, mehr Schaden, okay. Warum das auch immer getan wurde, weiß ich jetzt nicht. Und er liegt das. Und der Dino kommt durch. Oh, sehr geil. 81%. Und auf 6 können wir nochmal eine Brood schicken. Hihi. Ja, nee, die 21 Elo würde ich gerne behalten. Bin ich ehrlich? Wir können auch einfach einen Deep Collar gehen. Antler müsste das gut tanken. Die Gargoyles sind auch relativ tanky auf der Wave. Dann gehe ich jetzt einfach eine Brood. Wir könnten auch einen Green Devil gehen, aber die haben halt jetzt weniger Leben, aber mehr Damage Reduction. Das heißt, die sind auf Waves, wo sie vorher besser waren, jetzt noch besser. Wollen das ja später ein bisschen gesplittet haben. Mit den Magic Waves, damit der Antler nicht so viel zu tanken hat. Die, oh, Wild Shroom hält sich jetzt für Missing Health. Das heißt, die werden krasser, umso weniger Leben sie haben. Das ist gut, vor allem wenn die jetzt auch noch Bonusleben dazu bekommen. Das könnte jetzt gefährlich werden, ne? Das ist gefährlich, meine Freunde. So, der Split war wie? Auf der rechten Seite waren die meisten, ne? Sehr gut. Er hat ein Alpha-Mail gesetzt, aber ich glaube, der hält das nicht. Vor allem jetzt, wenn er auf die Brute geht. Doch, wenn die auf die Brute gehen, dann hält er das vielleicht sogar. Komm, crittet nochmal ein paar Mal. Sehr geil. Und er liegt... Ah, das ist bitter, ne? Wenn die jetzt alle so lowlife durchkommen. Oh, der 3 HP Rocco kommt durch. Das ist natürlich belastend. Wie viel Gold haben die jetzt uns schon geschenkt? 88, lecker. So, die Priestess macht das hier natürlich. Und auf 7 schicken wir... Hm. 180. Gehen wir noch einen Gargoyle und einen Green Devil und einen Gargoyle.
müssen die Wafer jetzt nur komplett durchtanken. Und dann könnte ich eigentlich noch einen Dino schicken, ne? Oder wir schicken Drachen auf 9. Ja, ich save auf 9, weil die Harpien da noch schlechter sind. Wir schicken jetzt 200. Gut, dass wir ein bisschen Overvalue sind. Wir haben eine gute Frontline. Und der Deep Coiler gönnt sich hin direkt die Lizards. Das heißt, die Green Devil können ja echt unendlich lang tanken. So, das ist jetzt die neue Fähigkeit. Takes 60 Reduced Damage. Und die Safety Mode wird rausgenommen. Lecker Schmecker. Das sieht man gerne. Und der Green Devil denkt sich so, yo, das ist mein Leben. Gehen wir auf 10 Worker. Oh, Green Devil ist jetzt erst gestorben. Oh, könnt gerne aufgeben. GG. Kurzes Game heute, Jungs. Dann können wir jetzt nochmal entspannt über die Patch Notes quatschen, die ich jetzt... Ah, da sind sie. Ha! Violet. Hat mehr Leben, weniger Schaden und der Lightning Strike macht jetzt abhängig vom maximalen Leben Schaden. Also das ist wahrscheinlich eine Anpassung, damit die im Late Game nicht so kacke sind. Und das ist kein... Der trifft nicht mehr nur eine Einheit, sondern er trifft... Macht ein Area of Effect. Das ist interessant. Fragrance wurde gebufft, macht einen Schaden mehr und ein bisschen mehr Max HP Damage. Leviathan weniger Leben, mehr Schaden, also Damage Increase. Der Lifestyle vom Butcher wurde erhöht, der vom Headchef auch. Und der Ocean Templar gibt jetzt Lebensregeneration abhängig vom fehlenden Leben. Oh mein Gott. Das ist der Buff des Jahrtausends. Das müsst ihr euch vorstellen. Der Great Boa hat 8000 Leben. Oder 7600, aber sonst 8600. Und dann regeneriert er 1% davon. Das sind ja dann 80. Ne? Und vorher hätte der nur 25 regeneriert. Das heißt, wenn der rein theoretisch 1 HP hätte, würde er 15 plus 86 Leben die Sekunde wiederherstellen. Und stellt euch das mal auf den Wildschirm vor, der jetzt noch krasser ist, weil er ja mehr regeneriert, umso weniger Leben er hat. Das probieren wir jetzt aus, wie krass der Wildschirm jetzt ist. Gehen wir ins Custom. Die wollen ja nicht, dass das Game jetzt zu kurz ging, ne? Add a eye, okay. Start Game. Und dann schauen wir uns mal an, wie krass. Kurz mal schauen. Wildshroom, Ocean Templar und Canopy will ich haben. 8000 Leben, da haben wir es gerade gesehen. So, Wildshroom haben wir. Mit der Pilgrims ist natürlich auch sehr lustig. Ja, komm, so, jetzt machen wir hier minus Debug, minus Power Up. Dann gehen wir auf Reroll. Und dann... Ach, der wählt die automatisch aus. Das ist ja interessant. Wir gehen auf jeden Fall erstmal für den Wild schon, weil der müsste ja die 1 jetzt easy halten, selbst mit Snail. So, schickt man die Snail-Jungs. Und den setzen wir trotzdem hier hinten hin. Dann machen wir nur Start. Ich krieg keine Snail. Naja. Schauen wir uns mal die Life-Rack an. Also der heilt sich jetzt mehr, umso weniger Leben er hat. Das heißt, ab einem gewissen Moment müsste er sich hier auf der Wave 1 hier komplett gegenheilen. Oder hält er die 1 jetzt gar nicht mehr? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, mit Snail hättest du das trotzdem hart gelegt. Und er hält sich halt immer noch nicht gegen, ne? Einer wegen meiner Snail. Merkwürdig. Worauf ich hinaus wollte. Ach, den Graal wollte ich noch, genau. Das ist so blöd, dass das mit Pfeiltasten hoch nicht funktioniert. Minus Power Up. So mache ich das übrigens immer mit dem. Ah, dass die jetzt automatisch ausgewählt werden, ist halt auch irgendwo kacke, ne? Ja. Hm. Invalid Command. Power Up.
Ach so, ja, Minus, ne? Nicht Slash. Steuer A, Steuer C, Enter, Reroll. Ja, mit der Bank können wir es auch mal ausprobieren. Reroll. Nee. Ich brauche den Graal, Jungs. Da ist er. Mit dem Gargoyle will ich es auch noch ausprobieren. So. Machen wir hier mal Clear. Und dann setzen wir hier den Graal, machen wir zum Ocean Templar und dann machen wir den Canopy daraus. Dann sind wir auf 595 Value, das heißt, wir können es mal mit Wave 6 ausprobieren. Hallo? Wave 6, bitte. Okay, und minus Clear, minus Start. Wave 6, bitte. So, das ist die Value von der Wave. Kriegen jetzt. Ah, ne, genau, King Upgrades, ist okay. So. Jetzt können wir mal gucken, wie lang dieser Canopy die Wave hält. Also, das sieht jetzt noch ziemlich easy aus, ne? Ehrlich gesagt, sieht das ganz schön krass aus. So, hat er gehalten. Clear. Start. Ja, das Elite ist mir klar. Ich probiere das jetzt nur ohne Sense aus. Das ist ja, also das müsste er auch noch locker haben. Mit der Arcane Armor. Ist doch noch Arcane, ne? Arcane Impel, perfekt. Ja, bei 1000 HP hört es dann auf, ne? Ah, ne, 700. Aber unter 700 fällt er nicht mehr. Ja, die Bots liegen jetzt, aber das hat er auch. Und dann gucken wir noch, ob die Wave 8 das auch noch schafft. Da macht er ja weniger Schaden. Nur ein Canopy und ein Ocean Templar ist das, ne? Aber es sieht jetzt, glaube ich, gerade so aus, als würde er hier verrecken. Ja. Ja, das hält der Ocean Templar dann nicht mehr. Machen wir minus Power Up. Minus Wave 9. Ja, ohne Plus bitte. Wave 9, Enter. So, jetzt haben wir 10 Minuten. Ich hätte gern noch eine Pilgrim. Und den hätte ich gerne davor. Ah ja, ja, ja. Ist schon eigentlich ziemlich anstrengend, was man hier machen muss, ne? Dass man die nicht einfach aussuchen kann. So ein, das würde hier noch fehlen, so ein Brett, was man hier aufzieht und dann sind da die ganzen Einheiten drin, die man setzen könnte. Rein theoretisch. Das fände ich nicht schlecht. Die Pilgrim, gib mir die Pilgrim. So ein netter Nebeneffekt, dass man dabei Gold kriegt. Ja, der Butcher. Da ist er. Haha. Berserker brauche ich nicht. So. Und dann geben wir 2 Chieftains, ne? Sind wir auf 1300. Und die buffen den Ocean Templar. Ne, das wollen wir nicht. Ich möchte bitte, dass ihr. Ja, möchte ich wirklich verkaufen. Jetzt ziehen wir mal um. Den Graal nach da. Ocean Templar. Wild Shroom zum Canopy. Und die Pilgrim platzieren wir so, dass die nur in die Range vom Canopy kommt. So, mal gucken. Die. Macht sich selber. Arsch. Dann gehen wir auf eine Wave, wo sie. Wir gehen auf Wave 14. Wave 14. Und wir gehen nur auf 1300 Value. Die buffen sich immer noch gegenseitig, das wollen wir nicht.
glaube, dann hier müssten sie ja den Canopy. Ja. 1300. Obwohl, 2600 wäre recommended, ne? Nein. Machen wir doch nochmal einen Chieftain mehr. Jetzt bin ich gespannt. Wave 14. Mit 40er Cent. So, das Ding hat jetzt instant 6000 Leben. Und die buffen, dass er. Nee. Also jetzt, wenn es jetzt nicht hält, dann bin ich traurig. ...7550 Leben. Das ist viel. Aber scheint regenerationstechnisch nicht so viel zu bringen. Nee. Ich glaube schon, dass das ein guter Buff war. Mit dem Missing HP. So, was wir jetzt nochmal ausprobieren. Ja, ich möchte wirklich alles verkaufen. Wir setzen hier vorne einen... Hier einen Gral, machen daraus einen Ocean Templar, machen Schweine, 8000 Leben, eine Bank hat wie viel? 6500. Da sind die Boars schon deutlich tankier. Gold 1800, sollte reichen. So, jetzt rennen die da vorne rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie krass die sich gegenheilen. Wenn das hält, dann Ocean Templar Comeback confirmed. Aber das ist halt nicht mehr komplett nutzlos, der Heal, ne? Mittlerweile ist das halt, also Missing HP ist halt lustig. Und das hält halt. Die 15. Achso, die verlieren gerade. Clear. Soll es dann aber auch für heute gewesen sein, ne? Haben wir noch irgendwas? Die Violet wollte ich noch ausprobieren. Entschuldigung. Wir gehen auf Wave 1. Minus. Achso, ja. Power Up. Reroll. Wo ist die Violet? Ja, ja, komm. Gib mir irgendwas, das ist mir Wurst. Ich hätte gern die Violet. Gib mir doch einen Windhawk. Da ist er. Sehr schön. Ranger brauche ich nicht. So, gib her. Alle verkaufen. Yes. So, der wurde ja nicht gebufft. Man müsste hier immer noch sowas machen. Wenn die jetzt nicht halten, dann bin ich traurig. So, das ist ganz normale Wave 1, ne? Ganz normal, Split mit Poliwox und Windhawk. Wir hätten jetzt 250 minus 85, minus 30 ist gleich 135. Das heißt, wir würden das, ne, 135 plus 72 plus 3 auf 210 setzen. Minus Gold 210. Wollen wir ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, müssen wir natürlich dann nachmachen. So, 210. Stimmt das? Ha. Egal. Auf jeden Fall wollen wir jetzt ausprobieren, ne, ob die. Genau, und dann könnten wir rein theoretisch jetzt Worker gehen. So, jetzt haben wir die Violet. Jetzt bin ich gespannt. 140, what the fuck? So, das war jetzt Area of Effect, das habe ich gesehen. Aber hat das eine maximale Anzahl 5? Hä? Nearby Enemies, Area of Effect. Aber wenn Area of Effect heißt doch
dass du Dingens, ne? Dass es mehrere Einheiten trifft, aber es trifft ja nur 5. Also es ist ja dann einfach nur ein Spell, der 5 Einheiten trifft. Ich dachte jetzt, es wäre so von wegen die... Aber, oh lol. Lol. Warte mal. Warte mal. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Ihr habt ja gesehen, das Gelbe ist der Spell. Das heißt, wenn die läuft jetzt nach da und die macht den Spell warm. Aber rein theoretisch könnte die mit dem Spell auch Einheiten viel weiter weg angreifen. Das ist ja interessant. Und wenn das jetzt auch noch abhängig vom maximalen Leben Schaden macht, dann ist das Ding ja auf Wave 6 ziemlich geil. Guck mal, Wave 6 hier mit Undervalue. Schauen wir mal, Wave 6 und Start. Wäre eigentlich ziemlich enttäuschend, wenn die jetzt nicht halten würde mit der ganzen Swift Armor. Oh, das hat schon gebrutzelt, ne? Also, nicht zu verachten. Aber es hat immer noch eine Tier 3 Unit. Wird sich zeigen, ob die Winrate davon jetzt hochgeht oder nicht, ne? Macht es jetzt natürlich auch nicht besser auf Wave 7 und 8, aber Wave 9 dann schon wieder gut, 12? Ja, kann ich sehen. Naja, sage ich dann mal, das war's für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.